GG! Let's go! Was geht ab, Freunde? Ich zeige euch heute, wie ihr Dragoran im neuen 7-Sterne-Raid ganz einfach solo alleine besiegen könnt. Viel Spaß mit dem Video. Übrigens, wenn ihr es noch nicht getan habt, unbedingt jetzt schon ein Like da lassen, abonnieren, das letzte Video abchecken. Es steht eine sehr, sehr große Challenge im September an. Und zwar, liebe Leute, kommen wir erst einmal dazu. Der Raid geht vom 23.08. bis zum 1.09.2024. Perfekt, um im Anschluss dann bei unserer Challenge vorbeizuschauen. Das ist aber nicht das Einzige, denn ihr könnt hier auf der Karte sehen, bekommen wir die Outbreaks von Kindwurm und tatsächlich von Lavita. Egal, ob du Pokémon Karmesin oder Pupu hast, du bekommst beide Outbreaks. In Kitakami haben wir hier für Viscogon die Outbreaks und in der Blaubeerakademie sind das die Outbreaks für Tanel. Das ist sogar, wenn ich richtig gucke, auch von Hisui Viscagott mit dabei. Also unbedingt die Outbreaks abchecken, denn Hisui Viscagott könnt ihr denn nun auch in Karmesin und Purpur Shiny handeln. In den jeweiligen Outbreaks habt ihr sogar eine erhöhte Shiny-Chance. Bedeutet, ihr könnt schneller an diese Shiny-Pokémon rankommen. Dann kommen wir schon zum Pokémon, welches wir in den Raid nutzen werden. Und zwar gehen da ganz viele liebe Grüße an Osiris raus, der auch hier Abonnent auf dem Kanal ist, von dem ich diese Idee habe. Wir spielen Schlurm mit dem Item Muschelglocke. Terra-Typ Kampf ist hier ganz wichtig. Und natürlich auch Level 100. Für die Attacken habe ich Lebensschelle, Bodypress, Eisenabwehr und Sandsturm. Eine schöne Fähigkeit, die Schlurm hat, ist Bodenschmaus. Sorgt dafür, wenn Dragoran später Erdbeben einsetzt, dass wir statt Schaden bekommen, uns nämlich sogar heilen. Und einmal für die EVs haben wir 252 auf KP und 252 auf Verteidigung. Die restlichen EVs habe ich auf Spezialverteidigung gepackt. Eine Sache ist ganz, ganz wichtig, bevor ihr anfangt zu skippen, Leute. Und zwar brauchen wir das richtige Wesen. Ihr braucht hier für Schlurm ein pfiffiges Wesen. Die ganzen Materialien etc. könnt ihr euch auch in Vermanzer City ganz einfach besorgen. Also sprich Vitamine, Minzen etc. Für die DVs kennt ihr wahrscheinlich schon mittlerweile Frigomonta. Und wer es schon kennt, sollte zumindest jetzt schon ein Like auf dem Video da lassen. Denn hier, Leute, ist es auch ganz wichtig, dass ihr die DVs auf maximiert bzw. sensationell habt. So, ich habe gerade schon den Raid gemacht. Wenn ihr einen neuen Raid suchen wollt, geht ihr einfach einmal dafür in die Systemeinstellung, dann auf Konsole, dann Datum, Uhrzeit. Klickt einfach einmal durch und dann ändern sich auch bei euch die Outbreaks sowie auch die Raids. Weißt du, ich suche nach diesem Event-Raid. Ich fliege da extra hin und was finde ich dann? Ein Fake-Tentoxa, was laufen kann. So, Leute, womit wollen wir anfangen? Und zwar, falls ihr diese Woche auf der Gamescom seid. Ich bin am Samstag, also sprich morgen auf der Gamescom. Wenn ihr mich sehen solltet, das Video kommt nämlich genau an dem Tag dann raus, aber relativ früh, könnt ihr mich immer jederzeit gerne ansprechen. Ich würde euch in dem Raid tatsächlich ein Pokémon empfehlen, wie zum Beispiel Drift Zeppelin, Nichtlextremo, Vampitz oder Nachtara. Das sorgt einfach dafür, dass Dragoran nämlich paralysieren können. Orkan geht auf uns raus, das ist ein bisschen sad in der ersten Runde. Muss es euch nicht treffen unbedingt, aber es ist ganz gut, denn ich kann euch den Worst-Case-Szenario zeigen. Er setzt auch dementsprechend direkt Erdbeben ein. Wir heilen uns mit unserer Fähigkeit. So, in der zweiten Runde, Leute, geht ihr einfach auf eine Lebensschelle. Das sorgt einfach dafür, dass die Genauigkeit von ihm gesenkt wird. Dragoran ist ziemlich gut. Er hat sehr, sehr gute Attacken. Seine Fähigkeit in dem Raid ist Konzentrator. Also so Bedrohernutzer wie Akani und Co. bringen leider hier nichts im Raid. Aber wir haben dank Dumisel hier schon die Paralyse. In der dritten Runde gehen wir einfach erneut auf eine Lebensschelle. Es spielt hier auch keine Rolle, wenn ihr draufgehen solltet im Raid. Denn wir werden am Ende des Tages sehr viel Zeit haben, um den Raid zu schaffen. So Leute, vierte Runde, beziehungsweise das eigentliche Konzept einfach dahinter ist, dass wir einfach seine Genauigkeit senken und unser Terra-Kristall schon mal aufladen können, um direkt bereit zu sein, mit Bodypress ihn anzugreifen. Bodypress ist nämlich dafür da, umso höher unsere Verteidigung ist, desto mehr Schaden machen wir. Deswegen auch Eisenabwehr, Bodypress und halt auch die Terra-Kampfform. So lange auf eine Lehmschelle, bis er am Ende des Tages sein Schild raushaut. Einfach wieder auf eine Lehmschelle. Er ist jetzt paralysiert, gar kein Problem. Denn das Komische an der ganzen Geschichte ist, sobald er sein Schild rausgehauen hat, hat er komischerweise seine Stats immer noch, die er mit Drachentanz geboostet hat. Aber halt auch unseren Genauigkeitsminus, also unser Genauigkeitsdrop. Und deswegen setzen wir am Anfang einfach Lehmschelle ein. Bodenschmaus ist
Top-Fähigkeit, supergeil. Das Coole dabei an der ganzen Geschichte gerade ist, merke ich gerade, Ulitena heilt uns tatsächlich ein bisschen und Dragoran kriegt ja von der Heilung nichts ab, weil es über dem Boden schwebt. Das ist mega cool. Jetzt ist nämlich viel Zeit vergangen. Jetzt kommt das Schild von ihm raus. Jetzt werdet ihr sehen, wird er auch nochmal die Stats resetten. Genau, unsere Stats. Und das bedeutet jetzt für uns, wenn ihr gerade frisch reinkommen seid oder ihr habt genug KP, dass wir auf eine Eisenabwehr gehen. Denn wir wollen halt unsere Verteidigung boosten, um mit Bodypress mehr Schaden zu machen. Lasst euch da nicht unterkriegen, das ist anfangs normal, dass er ein bisschen Schaden macht, weil er halt auch mit Drachentanz sich geboostet hat. Aber einfach nochmal in der nächsten Runde dann, sobald das Schild draußen ist, also die zweite Runde, nachdem das Schild gekommen ist, Eisenabwehr, um einfach auf +4 Verteidigung zu sein. Schuppenschuss ist eigentlich gar nicht so schlecht für uns. Er sinkt seine Verteidigung, macht nicht so viel Damage. Gerade wenn wir uns mit Eisenabwehr geboostet haben, deswegen ist das alles top. Und jetzt sind wir schon bei der gelben KP. Ich sag euch ganz ehrlich, liebe Leute, ich würde schon tatsächlich hier Terra kristallisieren und einen Bodypress raushauen, um einfach uns von den KP zu regenerieren. Denn das ist ein bisschen kritisch, falls er so Sachen wie Extreme Speed einsetzt und dann mit uns krittet quasi. Deswegen nach dem zweimal Eisenabwehr, die Terra-Kristallisierung, Bodypress und das sollte schon relativ guten Schaden machen. Er ist immer noch schneller als wir, tanken wir sehr gut und jetzt kommt unser Bodypress. Super, Schaden ist voila, wir sind nicht mal auf +6, können uns so dementsprechend regenerieren und sind bei 211 KP, das ist super. Da gehen wir direkt in der nächsten Runde, nachdem wir uns wieder regeneriert haben, auf eine Eisenabwehr. Dann sind wir +6 und machen nämlich danach noch mehr Schaden. Turbo-Tempo kommt durch. Was ich ein bisschen schade gerade finde, ist, dass keine Lebensschelle getriggert wird. Aber ist besser so. Worst-Case-Szenario. Falls alles bei euch trifft, seht ihr ungefähr, wie das hier bei mir aussieht. Und ihr geht danach einfach in der nächsten Runde auf den Bodypress. Ihr seht, auch diesen Turbo-Tempo haben wir sehr gut getankt. Bodypress jetzt mit +6 Verteidigung macht schon ordentlich Schaden. Ja, Dragoran ist ein Raid, der ist wirklich ziemlich tricky. Also der ist nicht so einfach. Da musste man schon ein bisschen überlegen. Ich habe halt die ganze Zeit für den Trailer gesessen. Also das letzte Video, was ich hier auf dem Kanal hochgeladen habe. Deswegen nochmal ganz, ganz viele Herzchen an Osirius, der auch hier auf dem Kanal abonniert hat. Bodypress sorgt jetzt nämlich dafür, dass Dragorans Schild bricht. Da haben wir das Schild gebrochen. Die Zeit sieht auch gut aus. Super, ihr seht auch schon, er ist paralysiert. Kann sein, dass er zwischendurch mal nicht durchkommt mit seinen Attacken, was ganz gut ist. Noch besser wäre es, wenn er bei euch verbrannt ist, denn dann macht er halt viel, viel weniger Schaden. Deswegen trifft Zeppeli und dann drückt ihr eigentlich im Prinzip nur noch so lange Bodypress, bis seine KP unten sind. Oh mein Gott, das ist extrem close gerade. Ich glaube, es ist ein KP oder so. Aber ihr seht, Leute, wieder einen 7-Sterne-Raid ganz einfach geschafft mit den Tutorial-Guides von Winnie Day. Deswegen, ich würde mich echt freuen, wenn ihr hier auf dem Kanal abonniert, liken tut, schreibt das in die Kommentare, wie ihr den Raid geschafft habt und lasst ganz, ganz, ganz viel Liebe da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.